Dr. Gedok Heidelberg, die im vergangenen Jahr gerade ihr 90-jähriges Jubiläum feiern durfte. Gedok, das ist der Verband der Gemeinschaften von Künstlerinnen und Kunstförderern, deren Anliegen es ist, künstlerische Talente von Frauen zu fördern. Die Gedok Heidelberg wurde von Stephanie Pellissier gegründet, 1929. Wir haben ja jetzt 2019 das 90-jährige Bestehen der Gedok hier in Heidelberg gefeiert. Frau Pellissier kannte auch noch Ida Demel, die Gedok gegründet hat. Sie war selber nicht Künstlerin, aber sie war Kunstmäzenin und man kann auch sagen Frauenrechtlerin und hat eben gesehen, dass gerade in ihrer Zeit Frauen kaum Chancen hatten, sich künstlerisch zu entwickeln. In der Gedok Heidelberg sind die Künste bildende Kunst, angewandte Kunst, Literatur, Musik und darstellende Kunst vertreten. Und das macht die Gedok aus, dass alle Sparten sowohl einzeln, aber auch zusammen arbeiten können, zusammen Projekte entwickeln können. Also es ist ein lebendiges Miteinander der jeweiligen Sparten und der jeweiligen Künstlerinnen. Was noch ganz wichtig ist, die Künstlerinnen lernen sich in der Gedok deswegen auch kennen. Wenn man zum Beispiel nur in einer Galerie wäre, ist man vielleicht allein. Eine Literatin schreibt alleine in ihrem Stübchen und so weiter. Aber durch die gemeinsame Arbeit lernen sich die Künstlerinnen kennen und schätzen und wissen auch, was künstlerisches Potenzial vorhanden ist, um neue Projekte zu entwickeln. Was die Gedok für die Künstlerinnen tut, ist, sie gibt ihnen Möglichkeiten, sich darzustellen. Und wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir seit 2014 hier jetzt die Galerie in der Römerstraße haben und dadurch eben die Möglichkeit haben, uns spartenübergreifend zu präsentieren. Bei einer Ausstellung gibt es eben auch zum Beispiel musikalische Darbietungen oder auch Lesungen, je nachdem, welche Künstlerinnen sich gegenseitig ansprechen und fragen, ob sie da und da mitmachen wollen. Also wir profitieren voneinander. Es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist, was die Gedok eben wirklich ausmacht, auch hier in der Stadt. Netzwerke bilden ist unsere Stärke. Kontraste zu beleben, ist unser Anliegen. Und damit wären wir schon beim Thema des heutigen Morgens, dem spartenübergreifenden Live-Event der Gedok Heidelberg, dem kontrastreichen Miteinander und Gegeneinander der Künste. Ich bin seit über 10 Jahren in der Gedok und ja, mein Instrument ist das Klavier. Ich bin seit circa 5 Jahren Mitglied der Gedok und mein musikalischer Schwerpunkt ist eben die Blockflöte, beziehungsweise ich möchte lieber sagen die Blockflöten, weil es da eine ganz große Bandbreite gibt und ich habe mal irgendwie gezählt, also mittlerweile habe ich so ungefähr 40 Instrumente zu Hause. Die setze ich natürlich nicht immer in einem Konzert ein, aber ich sag mal so im Durchschnitt sind es meistens so 7, 8 Flöten, die ich beim Konzert dabei habe. Also ich bin immer schon ein Teamplayer gewesen in Sachen Musik. Mich hat es schon immer gereizt, mit anderen etwas zusammenzumachen, sei es Musiker, sei es Künstler aus anderen Sparten, weil ich das immer spannend finde, was da für Interaktionen rauskommen und ja, was man eben zusammen für Ideen entwickeln kann. Und insofern ist die Gedok natürlich ein wunderbares Netzwerk, weil man alle Künste fast bis auf den Tanz vielleicht zusammen hat. Finde ich
einfach hochspannend, mich mit Bildern auseinanderzusetzen und zu schauen, welche Musik passt dazu. Oder eben gerade, sag ich mal, Poesie zu haben und mir zu überlegen, welche Musik passt dann. Aber auch nicht nur, welche Musik passt und ich kann die zuordnen, sondern das haben wir auch im Kontraste-Programm probiert. Wie kann ich Literatur mit Musik verbinden, also vielleicht in Musik reinsprechen. Auf der Betrachtung höchster Spitze, weit über allem was und wie. Ich bin für mich. Ich lache nie. Der Fachbereich besteht aus Musikern und er besteht aber auch aus Komponistinnen. Leider sind wir nicht so viele, aber ich muss sagen, wenn man die GEDOG komplett betrachtet, also bundesweit, ist der Fachbereich Musik immer ein sehr, sehr, sehr kleiner. Leider. Ich weiß nicht ganz genau, woran es liegt. Dieser Fachbereich oder überhaupt die GEDOG ist ja ein Netzwerk. Also ich verstehe das als Netzwerk. Es ist keine, bei Musikern oft falsch verstanden, als Konzertagentur. Der Grundimpuls ist schon, mit anderen Leuten was zusammen machen zu wollen. Und dann bin ich da auch richtig. Also ich glaube, es ist wirklich dieser Grundgedanke, den die Ida Demel damals hatte, wenn sich Männer zusammentun können, warum können wir das nicht auch? Jeder Lions Club, sage ich jetzt als Beispiel, wird ernst genommen, ist überhaupt kein Thema, dass sich Männer treffen, dass sich Männer vernetzen, dass man im Team arbeitet. Und bei der Frau hat es immer so einen Hobbycharakter. Und das finde ich, also dem, nein. Alle, die wir da sind, haben wir unsere Ausbildung. Sonst kommen wir in diese Vereinigung auch gar nicht rein. Also wir haben eine künstlerische Ausbildung, wir haben eine Hochschule besucht, wir arbeiten auch in dem Beruf und das ist auf jeden Fall ebenbürtig. Und natürlich verbinden wir, also arbeiten wir auch mit Männern, das ist ja Blödsinn, das ist ein Netzwerk und wir hatten schon Schauspieler hier vom Theater. Wir netzwerken ja auch mit anderen Vereinigungen, Hebelhalle, Deutsch-Französische Gesellschaft, also das ist ganz vielfältig, jeder in seinem Bereich. Also die Musikauswahl haben schon komplett wir beide übernommen gehabt. Die ist so ein bisschen entstanden. Wir hatten zum Teil schon Texte und haben versucht, Musik zuzuordnen. Wir haben alle GEDOG-Komponistinnen eingefügt sozusagen. Also Barbara Heller war mit dabei, Katharina Pinosova und die Olga Magidenko. Es hat mich erstaunt, weil ich Olgas Komposition sehr freitonal in Erinnerung habe, was sie sonst so komponiert. Und dann fand ich das ganz spannend, dass sie sich an so eine Form gehalten hat, eine Kompositionsform. Ich habe mich lang damit beschäftigt. Man denkt am Anfang irgendwie, das sieht alles sehr einfach, also es sieht vom Optischen sehr einfach aus, nicht kompliziert. Und je länger man sich damit beschäftigt, beziehungsweise je länger man dann spielt, kommt man ja dann in so einen Modus, dass man Dinge entdeckt. So Kleinigkeiten, die dann plötzlich wichtig werden, Akzente, ich habe sie dann auch nochmal vorgespielt und Tempo, wo das dann sozusagen nochmal anders sich zusammensetzt. In dem Programm war ja Wasser fließt. Auch dieses Stück habe ich mal zusammen mit Katharina erarbeitet. Und zwar hat ihr Schwiegervater, ähnlich wie Béla Bartók, in mehreren Volkslieder gesammelt. Und eins dieser Volkslieder ist eben Wasser fließt. Sie hat so handschriftliche Skizzenbücher und wir haben die ausgesucht und sie hat darüber Variationen geschrieben, über dieses mährische Volkslied. Schon tonal, aber in einer modernen Tonsprache, nämlich so, dass ich am Ende auch dazu singe, im, sag ich mal, für uns aber doch harmonischen Abstand und dadurch wird es am Ende zweistimmig, dieses Lied, was ich ganz spannend finde.
Ja, eigentlich, wenn ich die Musik sehe oder höre, ist es schon so, dass ich direkt eine Klangvorstellung habe, auch relativ spontan weiß, welche Flöte ich gerne nehmen möchte, ob es eher eine kernige, kräftige Flöte ist oder eine weiche Flöte. Im Italienischen heißt Blockflöte ja Flauto Dolce, also es zeichnet die Blockflöte so ein bisschen aus, dass sie einen weichen Klang hat. Das hat mich total begeistert, weil es so Klänge hatte einfach. Und ich bin auch so ein Soundmensch. Also ich liebe Klänge, Sounds in jeglicher Hinsicht. Also auch nicht, jetzt gut, das war natürlich jetzt auf dem Klavier alles ganz normal in Anführungszeichen gespielt, also nichts in den Saiten oder so. Aber sie hat einfach Akkorde zueinander gefügt, denen man so nachhören kann. Und das fasziniert mich unglaublich. Ich mache Zeichnungen und Malereien zu allem, was ich hören kann. Deswegen nenne ich mich auch Hörkünstlerin. Ich habe mit Barbara Heller, die ja auch Mitglied in der GEDOC ist, begonnen, so zu arbeiten. Sie ist der Impuls gewesen. Daraus ist entstanden zu ihrem 80. Geburtstag, zu ihren Klangblumen. Das war das erste, was ich mit ihr zusammen gemacht habe. Ein Buch, in dem es Noten gibt und ein Buch, in dem auch meine Zeichnungen sind. Ich habe festgestellt, dass ich in der Lage bin, ganz schnell zu zeichnen. Das heißt, wenn ich ein Konzertstück höre, mache ich sozusagen eine Simultanzeichnung zu diesem Konzert. Und das, was ich zeichne, hat mir Daniel Müller-Schott so schön erklärt. Er hat gesagt, sie zeichnen den Energiestrom der Musik. Mein Gehörtes mit Bewegung. Ich verbinde mein zeichnerisches, kreatives Sehen, mein schöpferisches Sehen mit dem, was ich höre. Und eine Artitur ist ein insgesamt gezeichnetes Konzertstück, das also mit dem ersten Ton anfängt und mit dem letzten Ton aufhört. Es ist also eigentlich eine Beschreibung im malerischen Sinne von einer Partitur. Die GEDOC ist für mich ganz wichtig gewesen, weil die GEDOC eine spartenübergreifende Organisation ist. Ich halte die Verknüpfung von Künsten in der augenblicklichen Zeit für ganz wesentlich. Der größte Fachbereich in der GEDOC Heidelberg und von den Sparten her ist es also sehr, sehr vielfältig. Es gibt immer so ein paar Köpfe, so ein paar Zugpferde, die haben die Idee und die schieben das an und es findet sich immer jemand, der mitmacht. Also da ist, es gibt die einen, die begeistern und ziehen die anderen mit und dann entsteht da so eine Dynamik und wir kommen zu einem Ergebnis. Also einmal schätze ich es immer, mit Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Dann finde ich es auch wichtig, einer Gemeinschaft anzugehören, also tatsächlich nicht so isoliert vor sich hin zu werkeln. Und die GEDOC ist einfach auch ein lebendiges Netzwerk. Und das finde ich bereichernd und auch von Vorteil für jeden Einzelnen, für jede Einzelne. In den Galerien Deutschlands sind 14.000 Künstler vertreten und davon 35% weiblich. Also wir sind immer noch unterrepräsentiert und eine Gruppe wie GEDOC für Künstlerinnen ist absolut angesagt. Da
Teil der GEDOK zu sein, ist für mich insofern gut und wichtig, da der Verband einen professionellen Raum bietet, sich zum einen individuell als Künstlerin zu präsentieren, und zum anderen bietet die GEDOK aber auch die Möglichkeit, Themen gemeinsam zu erarbeiten. Also wir sammeln Themen, wir besprechen und diskutieren diese Themen. Dann taucht jede Künstlerin wieder in ihr Atelier ab, also in ihren isolierten Raum und taucht wirklich ein in diese Thematik. Und dann versammeln wir uns wieder und teilen dann auch wieder diese Geschichten und diese Arbeiten und fügen die dann zu einem großen Ganzen zusammen, sei das jetzt eine spartenübergreifende Performance, ein Konzert, eine Gemeinschaftsausstellung. Das ist dann das Endergebnis und das ist dann immer ein sehr facettenreiches Bild, das da entsteht. Also die Galerie bedeutet uns sehr, sehr viel, weil wir dadurch einen ganz anderen Auftritt haben. Wir haben eine ganz andere Außenwirkung, das gibt uns auch nochmal eine Professionalität. Denn wer hat schon eine Galerie zur Verfügung? Und wir können hier wirklich ganz tolle Veranstaltungen organisieren, parallel mit Ausstellungen, eben die Literatur, die darstellende Kunst. Das geht so alles Hand in Hand, die Musik. Und das eben in Kombination mit einer Ausstellung und in der eigenen Galerie, das ist wirklich was Besonderes für uns. Ja, ich denke, wir sind schon gerade für Lyrik und Musik auch sehr aufnahmebereit. Und da wir das alles in unseren Reihen haben, ist es sehr schön. Also es ist eine unglaubliche Vielfalt bei den Künstlerinnen. Es kann auch durchaus sein, dass nach einer Lesung auch Bilder angeregt werden und Impulse geschaffen werden, etwas zu produzieren. Das kann durchaus vorkommen. Herbst, Zeit, Tage ohne Ränder, Tau der Frühe im Nebelhaar. Morgenrot erbleicht auf fahlen Wangen. Altweibersommer, Traumfäden ins Grau der Nacht geflochten. Herbstzeitlose. Gift und Hölle. Wenn man sein Gedicht vorgetragen hört von anderen Stimmen, untermalt mit Musik oder zum Teil auch mit bildenden Künstlerinnen zusammen agiert, dann bekommt das Gedicht nochmal eine ganz neue Qualität, nochmal eine ganz neue Tiefe. Und darum ist das auch wieder ein Beispiel für die Zusammenarbeit der GEDOK und für die Vielfalt, die das alles zum Blühen bringt, was eine angelegt hat. Wir sind in der GEDOK Heidelberg 9 Literatinnen, die alle aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen kommen und auch unterschiedliche Genres eben vertreten. Ich persönlich bin Biografin, aber auch da sehe ich sehr viel Poesie in der Biografie, in dem Schreiben von Biografien, weil man eben in die Seele eintaucht eines Protagonisten. Für mich ist die Freiheit des Wortes sehr wichtig. Es ist ein Privileg, dass wir so schreiben dürfen, wie wir schreiben. Und das ist eben auch eine ganz, ganz wunderbare Art, das umzusetzen, das in der GEDOK umzusetzen. Weil durch die Freiheit, die jeder Einzelne von uns hat, wir ein großes Ganzes bilden können. Die einzelnen Künstlerinnen sind auch Impulsgeber für meine Arbeit und umgekehrt. Wir hatten auch mit anderen GEDOK-Städten wie Karlsruhe schon spartenübergreifende Veranstaltungen. Ich finde einfach auch die Bekanntschaft mit den anderen ganz wichtig, wie Sie arbeiten, dass man auch, ich habe jetzt ein ganz angeregtes Gespräch oder tägliches Schreiben fast mit der Heidemarie Lauterer. Wir schicken uns Gedichte hin und her und überall, wo ich noch Fragen habe, frage ich und ich bekomme eine Antwort. Also ich bin ja relativ frisch dabei, aber das, was ich jetzt schon mitnehmen konnte, ist
einfach dieser Austausch erstmal unter uns Literatinnen. Das befruchtet mich wiederum, also das spornt mich wiederum an, dass ich schreibe und man tauscht sich dann doch ein bisschen aus oder liest bei der anderen, wie schreibt sie. Man nimmt ja immer was mit, das regt an und das trägt man mit nach Hause. Und wenn ich dann zu Hause am Schreibtisch sitze, zeigt es Wirkung, dieses Zusammenspiel. Das fließt alles in meinen Kreativitätstopf ein und ich finde es unheimlich inspirierend. Wenn es Nacht ist in meinem Garten und die Träume kommen, fällt Nebel von meiner Seele. Die Veranstaltung Kontraste war ganz toll. Dieses Zusammenspiel von Musik, Literatur und bildende Kunst. Wenn ich die Musik während des Gedichts dann auch noch dazu höre, es bewirkt etwas in mir. Die Musik erhebt das Gedicht dann noch. Wohin denn ich? In diesen unwegsamen Zeiten, nach innen nur kann meine Reise gehen. Schon lang gepackt sind meine Koffer. Ich würde mir für die Zukunft auch ein fröhliches Miteinander mit allen Sparten wünschen und die Eigenständigkeit der Literatur, dass die auf gemeinsam hier in der GEDOG Fuß fassen kann und angestoßen sicherlich durch die Corona-Krise, die wir hatten, sollten wir als Positives mit auf den Weg nehmen, dass wir auch medial mehr präsent sind. Wir hatten bei der letzten Veranstaltung, die vom Interkulturellen Zentrum initiiert worden ist, 1200 Hörer und Hörerinnen. Also das würden wir in einer Live-Lesung hier in der Galerie natürlich überhaupt nicht erreichen können. Und solche Dinge, die sollten eigentlich dann zukunftsfähig sein und dann auch überdauern, den Virus überdauern, sodass wir stärker sind als Corona. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um Mitternacht am Bergeskamm, auf hohen Moor, am Erlenstamm. Ich komme, ich mit, ich nenn euch die Zahl und ich die Namen und ich die Qual. Hi. Man muss sich in einen Text hineinarbeiten, wie auch in einer Rolle im Theater oder wie jemand ein Stück auf der Violine oder auf dem Klavier spielt. Ich lese sie oft, ich rede mit der Dorothea drüber. Was glaubst du, soll man das eher ein bisschen leicht oder soll man dem ein bisschen Schwere geben? Also ich sehe den Fachbereich Darstellende Kunst in der GEDOG deshalb sehr positiv, weil ich mit der Dorothea schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, so etwa 28 Jahre. Das Tolle ist, dass wir jedes Jahr eine Idee haben. Also wer hat Geburtstag, der wievielte Todestag, von wem, welche prominenten Künstler, auch die nicht mehr leben und so weiter. Als Highlight würde ich sagen, damit habe ich eigentlich auch angefangen, das waren die drei Abende über Anna Karenina. Dann würde ich als Highlight auf jeden Fall den Dada-Abend sagen. Ja. Das war die Idee von Helga. Wir haben das dann auch gemeinsam umgesetzt, also mit Tanz und Musik und Malerei. Also das war wirklich spartenübergreifend. Wir leben 25 Minuten. Und zwar von rechts gesehen. Von links gesehen leben wir 15 Minuten zu kurz. Ich bin der Große, der, die das rigorose Regiment, der Ozonstängel.
Es war also wirklich ganz toll. Wir wurden immer wieder gefragt, ob wir es wiederholen. Und ein großes Highlight war auch noch zum Gebrüder Grimm-Jahr. Oh ja. Da haben wir dann eine Märchenlesung und die Biografie der beiden Gebrüder Grimm dargestellt in der Stadtbücherei. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mal ein bisschen geguckt habe, ob überhaupt Publikum war, war der ganze Saal voll. Und die Künstlerinnen haben immer Herzklopfen. Ich habe gedacht, hoffentlich kriegen wir das auch so schön rüber. Aber das war auch ein wunderbarer Abend. Und dann natürlich Kontraste. Ich werde Rosen pflanzen auf verbrannter Erde und einen Apfelbaum, als gäb's kein Morgen mehr. Also sowieso bin ich auch ein großer Bewunderer für die anderen Sparten, für die Künstlerinnen. Ich bin immer sehr begeistert in den Vernissagen. Also ich bewundere Kunst sowieso, bildende Kunst und die Musikerinnen. Am schönsten ist es, wenn wir zusammen was auf die Beine stellen. Wir versuchen auch, das würde ich mir auch wünschen, Schauspieler und Schauspielerinnen anzusprechen, an der GEDOG mitzumachen. All diese Fähigkeiten, die auch so in mir sind und die mich interessieren, kann ich hier in der GEDOG mit den verschiedensten Künsten verbinden und mit vielen, vielen Menschen zusammenarbeiten, was ja eigentlich auch der Sinn der Kunst ist, dass man sie nicht nur alleine erlebt, sondern dass man sie auch mit anderen erleben kann und dann auch wieder an andere weitergeben kann.